Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, in der letzten Folge haben wir das Labyrinth der Erinnerungen abgeschlossen, glaube ich. Ich nehme an, wir waren fertig damit, ne? Und ja, jetzt, also ich habe eine Trophäe und so bekommen, also muss ich auch fertig gewesen sein damit, oder? Und ja, wir sind jetzt hier erstmal wieder vor, ich habe den Namen vergessen, ist schon wieder eine Weile, Jumanjo. Und hier ist ein Skit. Ich weiß nicht, in was für ein Kontext, aber ich... Pop das mal. この森、僕嫌い。こんなところ、ゾフェル標準界に比べたら全然マシだろう。虫がいるだけだし、寒いのは死ぬわね。暑ぎすればいいだけじゃない。砂漠なんてどうしようもないのよ。服脱がなきゃダメだし、脱ぐにも限界があるしね。じゃあ、ザクジュレフ。いた。あと アーセルモゴンももういや。リタは行きたくない場所がいっぱいあるのね。そういうあんたはどうなのよ。ヘラクレスはあまり好きじゃないわ。あんな大きなブラスティアなんて。あんたの基準はそういうところなのね。その辺フレンはどうなのかしら?僕は行く場所に襟好みはしない。騎士として活動しなければいけないところには迷わず赴くんだ。私たち個人的な好みの話をしてるんだけど。エステルはどうだ? え?私ですか?私は魔物のいない場所がいいです。魔物がいない場所って結界の中じゃん。え?そういうことじゃないんですか?でもエステルの言ってることはわかる気がするけどな。世界全体がそうだといいけど、そういうわけにはいかないと。そうですね。Okay, good. Ich bin ein bisschen planlos, ehrlich gesagt, heute, weil ich wollte eigentlich Pokémon aufnehmen, aber dann kam da was dazwischen und ich muss doch noch ein bisschen vorbereiten. Ich muss ein bestimmtes Level sein für ein Gebiet. Seit wann gibt's das denn? Und ja, deswegen bin ich hier notwegs ausgewichen auf Tales of Vesperia und ich würde sagen, wir versuchen einfach mal Kolosseum. Wir haben ja jetzt hier 200 Männers freigeschaltet und ich guck mal, ob ich hier mit einigen Charakteren das schon schaffe. Oder wie schwer das noch wird und weil nicht, was für ein Level ich vielleicht sein müsste. Ich nehme an, ich muss da doch schon ein bisschen höher gelevelt sein, aber wenn wir mal einen Einblick da hier machen, was für ein Level ich sein müsste vielleicht, wie schwer das ist und so. Jetzt, wo wir die Teufelswaffen haben, müsste das ja noch ein bisschen einfacher sein, ne? Ach, das gibt's ja auch noch. Wird dann... Machen wir 200.000 Mann Nahkampf. Versuchen wir natürlich als erstes mit Yuri. Und Ruhm. Hat er Ruhm ausgerüstet? Da sollte ich, ich hätte hier vielleicht mal alles hier mal ein bisschen, ja, hala, überwachen sollen. So, Lebensbonus braucht er zum Beispiel nicht, aber was soll's. Wird schon klappen irgendwie so, ne? Komm. Wir gucken uns mal den 200 Mann Nahkampf an. Du, der 200 Mann Nahkampf, das willst du wirklich machen? Ja. Ach, der mysteriöse 200 Mann Nahkampf würde ich auch gern sehen. Wer von euch nimmt teil? Yuri. Wird Yuri teilnehmen? Ja, gut, dann viel Glück da draußen. Gut. Dann versuchen wir mal. Ich nehme an, die ersten 100 sind natürlich wieder als Gegner, die ich schon mal platt gemacht habe, ne? Und die restlichen 100 sind jetzt alles neu, ne? Was soll ich sagen? Wer hätte gedacht, dass es diese Nahkampfstufe überhaupt gibt? Doppelt so viele Gegner wie im 100-Mann-Nahkampf. Das ist die Palestrale mysteriöser 200-Mann-Nahkampf. Wer denkt sich so etwas aus? Das muss der größte Nah des Universums gewesen sein. Egal, dieser Nah war ein Marketing-Genie und solche Nahen verdienen Respekt. Ebenso viel Respekt verdient der Nah, der es wagt, diesen Kampf zu bestreiten. Mir kommen die Tränen. Meine Damen und Herren, hier kommt das Opfer des Tages. Unser heutiger Herausforderer war früher gesuchter Verbrecher. Jetzt der Held der Gilde der hellmondigen Vesperia. Applaus für... Finsterer Vollstrecker Yuri. Mir bleibt nichts anderes übrig, als alles zu geben und abzuwarten, was passiert. Los geht's. Lieber Herausforderer, wir werden deine Seele gedenken. Fertig, kämpft. So, das wird bestimmt wehtun jetzt, ne? Pass auf. So, die ersten Gegner sind natürlich wieder. Ich habe 35 Minuten. Ich merke gerade. Das ist ein super Training für die Teufelswaffen.
Wir haben jetzt 4935. Alter. 4900 und wir kriegen pro gekillten Gegner einen Punkt mehr. Das heißt, wir kriegen 200 Angriffskraft. Weil das hier alles schaffen am Ende des Tages. Ja, auch nicht schlecht ist, ne? Das heißt, wir können hier perfekt unsere Teufelswaffen hochtrainieren. Das ist gar nicht schlecht, wenn ich dann öfters mit zum Beispiel Estelle versuche, dann können sie ihre Waffe ganz schön schneller hier leveln. Ja. Jetzt kommen die beiden. Wir haben nicht mal eine Minute. Doch, nicht mal eine Kombo. Ich war noch nicht mal fertig mit der Kombo. Ja. Okay, nicht mal eine Minute und wir haben schon 30 erledigt. Das läuft. Aber der schwere Part, der kommt ja wahrscheinlich noch, ne? Also noch nicht mal der 2967. Ja. Wir werden ja immer stärker, ne? Ich weiß ja nicht, was das Maximum ist. Ich nehme an, das Maximum ist 9999, ne? Also ja, ich glaube, das könnte man sogar erreichen, wenn wir oft genug machen. Obwohl, nee, wenn wir jedes Mal 200 bekommen, dann wird das doch eine ganze Weile dauern. Nee, ich glaube, da wird nicht. Aber kann ja nicht schaden, ne? Oh ja, diese Viecher können einfach steinern, glaube ich, ne? Muss ich aufpassen. Muss ich aufpassen, aber ich hau die schon kaputt, bevor die was machen können. Stimmt, ich sollte vielleicht mal eine Wiederbelebungspuppe ausrüsten, für den Fall aller Fälle. Für Kombos kann ich denn machen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, er hat auch voll viele Combo Plus und so, ne? Ich glaube, Abyssion hier, die Waffe, die er hat, gibt ja auch noch mal Combo Plus 3 oder so, ne? Dann noch mal 3 durch Combo 1 und Combo 2, ne? Die Fähigkeit. Oh, ja, die Dinger, die betäuben einen so oder so. 26.000, ey. Mir fällt aber auf, mein Überlevel tut sich ganz schön langsam aufladen. Ist das normal? Normalerweise tut so Level 1 und 2 sich ganz schön schnell hochladen. Aber irgendwie wird das nichts. Geh kaputt, bevor du deine... Vor allem, das kostet schon wieder Zeit. Ich weiß nicht, wie wichtig Zeit sein wird. Blub. Du hast mich vergiftet, ehrlich. Muss das sein? Ich jetzt extra ein Gegengift oder irgendwie sowas einsetzen? Toll, ich habe nur Allheilmittel. So, noch 30. Aber ich glaube, der 100-Mann-Kampf war auch schon unglaublich einfach mit Yuri. Oh, mir fehlen ein paar AP, ich muss mich heilen. Willst du enden? Ich wollte nicht mal meine fancy Kombos hier alle so rausholen. Na du, für dich habe ich eine Wiederbelebungspuppe ausgerüstet. Weil du ganz schön umfüllen bist mit deinen kritischen Treffern hier. Tödlicher Treffer meine ich. Nein. So, muss weg. Wir haben nicht mal 4 Minuten gleich. Ich bin schon bei 80. Ab jetzt euch. Ab jetzt euch. Ja, das läuft genauso einfach, wie ich mir eigentlich vorgestellt habe, aber es wird nicht mit jedem Charakter der Fall sein. Ich helfe. So, ihr beiden hübschen. Super.
Face her. Wie schnell wir die hier kaputt kriegen, ne? Ja, das ist schon wieder so laut. Daui. Mein Gott, Dings hat sogar mehr abgezogen hier. Tyson. Hier geblieben. So. Ich habe deine Schwester getötet und jetzt bist du dran. 7, 8, 9. Schlitz, Stoß. Und einmal heilen. Dann bist du dran schuld, denn du bist da reingelaufen. Ich wollte mich eigentlich nur heilen. Kommt halt nur mit Schaden. Ich habe 30 Minuten gleich für den, für die restlichen 100, ey. Oh Gott, da kommt Flynn mit seinen Bonzen-Klamotten. Sag mir aber nicht, der bekommt auch die ganzen Fähigkeiten von der Teufelswaffe, ne? Ich glaube nicht. Oh mein Gott, lass mich gefällt irgendwas machen. Mir gefällt das Design von seiner Waffe irgendwie nicht so. Sieht irgendwie so komisch aus. Ja, auf, ich habe Ruhm, das bringt doch nichts. Ja. Oder jetzt sogar noch einiges. Wer hat denn gerade hochgeheilt? So. So, jetzt beginnt der 200-Mann-Kampf. Na, es kommt wahrscheinlich gleich noch. Die sind noch ganz schön schwach, sehe ich gerade, aber da kommt wahrscheinlich noch übles Zeugs, ne? Schlimmste, was passieren kann, ist, dass mich Gegner versteinern können. Das war nämlich der Fall mit einigen Gegnern vorher. Halt mich einfach versteinern und ich dadurch K.O. gehe. Boom. Hey, wer seid ihr denn? Ich spoilere mich wahrscheinlich ja schon voll mit Monstern, ne? Die noch gar nicht, die mir noch gar nicht meinen Weg gelaufen sind, die wahrscheinlich nur in diesen Dings hier vorkommen, in der Nekropole, ne? Aber egal. Ich glaube, die Nekropole ist der schwierigste Ort am Ende. Ich glaube, weiß nicht, ich habe da, ich so ein bisschen informiert habe ich mich. Ich glaube, das hält mich noch bis Level 200 so beschäftigt. Also, es mir ein bisschen Angst macht, weil ich bin erst mal gerade Level 111, ne? Das heißt, ich muss noch eine Menge Level grinden dann zur Notfall. Wenn sich herausstellt, dass das ganz schön schwierig sein könnte. Oh, ich habe jetzt leider nicht irgendwie so einen Angriff, der auf alles geht. Der Grund, warum das mit Yuri so einfach ist, ist einfach nur Ruhm, ne? Mein Carol hat so coole Angriffe, die irgendwie auf alle in meine, in meiner Nähe hier Schaden machen, aber der hat so langsame Angriffe und oh Gott, die macht Schaden. Aber ich habe eine Wiederbelebungsgruppe ausgerüstet, also so schnell kann ich nicht fighten. Jetzt, wenn ich einen Moment mal nicht aufpasse. Aber trotzdem. So. Oh. Noch nichts Neues. Die halten aber so viel aus. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boom. Da ist noch keine neuen Gegner. Ich glaube, das sind alles Viecher aus der Metropole, ne? Nekropole, Metropole. Die Metropole der, wie ist das nochmal? Keine Ahnung. Stinken? Oh nein. Das sieht doch bestimmt irgendein Zustand mit sich, ne? Pinecorn, das sind doch voll die schwachen Gegner. Geht mal weg. Aber seid ihr auch nichts Neues? Wer bist du? Du bist jemand Neues. Seigel. Na, zaubert jemand, das geht ja mal gar nicht. Also ernste Musik ist schon mal eher am Laufen, ne? Das ist die nächste Magierin. Geh weg. Was zum, bist du denn? Du bist neu.
Ist er. Da. Okay. Hey, du bist doch Dings. Boah, wie heißt der nochmal? Das ist ja der Bösewicht aus Tales of Phantasia, oder? Daos, oder? Oh Gott. Okay. Oh Gott. Super Daos-Leser. Ja, genau, das ist Daos aus Tales of Phantasia. Was ich mal gespielt habe, aber irgendwann nicht weitergekommen bin, weil ich nicht wusste, wo ich hin muss. Das war der Big Baddie dieses Spiels. Okay. Krass. Hier ist übrigens schon wieder ein Problem, jetzt gerade rein. Lass mich erstmal die kleinen Zeug hier alle erledigen. Der ist schon wieder mystisch. Auslöser. Okay, cool. Ein bisschen krass, aber. Na, komm her. Oh. Zeitreisen heißt er. Ja, stimmt ja. Ne? Ich glaube, boah, das ist schon viel zu lange her, seit ich Phantasia gespielt habe. Das ist das erste Tales of Spiel gewesen übrigens. Aber wie war nochmal? Spoiler übrigens. Am Anfang des Spiels sieht man irgendwie die, wie so, ich glaube, so vier Helden irgendwie gegen den kämpfen. Ne? Dann ist man irgendwann in der Zukunft. Spielt hier, wie heißt der nochmal? Crest irgendwie so. Und dann wird man in die Vergangenheit oder in die Zukunft geschickt irgendwie nach einigen. Ich weiß ja gar nicht, das ist schon wieder so lange her, ne? Ah, war cool. Ich kämpfe einfach mal gegen den Hauptbösewicht aus Tales of Phantasia und hau den einfach weg. Und sagt hat über den dann aus. Okay, ich muss mir gleich mal. Wer bist du? Juli. Wer bist du? Sierno aus Toho Project. Okay, erstmal die Magier. So. Okay, wer die jetzt war, weiß ich nicht. Die sagt mir jetzt nichts, ehrlich gesagt. Die macht Schaden und die hat irgendwie einen Stand. Ewiges Verhängnis, bitte mach nicht so viel Schaden. Danke. Ich baller mir mal irgendwie so ein Wundergummi oder irgendwie so was rein. Ne? Okay, ich nehme an, sie ist auch irgendwie ein Bösewicht. Ne? Ist irgendein Spiel, würde ich jetzt mal sagen. Sie sieht jetzt nicht irgendwie wie so eine Heldin aus, wenn ich das jetzt so sagen darf. Mit irgendwie so ein Monster oder so, das für die kämpft. Ja, ist sie die Hauptbösewichtin aus Tales of Destiny oder so, weil das wäre zweite traurige Königin der Finsternis. Okay. Ist ja 70, ey. Ich glaub, ich bin viel zu überlevelt hierfür. Oh Gott. Ja. Das wird betäubt irgendwie so. Jawohl. Aber die haut noch, ja. Keine Ahnung. Zuerst haben wir ja gegen den Bösewicht aus Tales of Phantasia gekämpft. Also mein Verdacht wäre jetzt, dass das hier. Au. Vielleicht die Hauptbösewichtin aus Tales of Destiny ist oder so, weil Destiny ist der zweite Teil der Tales of Serie. Das zweite Tales of Spiel. Gott verdammt, du hast doch nicht mehr so viel. Okay, sehr gut. Jetzt heilen. Schutzwelt. Okay, haben wir hier ein paar Cameo-Auftritte, das ist auch nicht schlecht. Ich persönlich kann jetzt nicht so viel, aber wir haben gegen Dings, gegen Kratos aus Tales of Symphonia gespielt, das war ganz schön epic. Auch wenn der Kampf jetzt nicht so übel schwer war, der war eigentlich ganz... Ich bin viel zu überlevelt für die ganzen Gegner, ja, habe ich so das Gefühl. Aber ist mir jetzt sowas von egal. So gefühlt wäre ja viel schwieriger mit... ohne den Teufelswaffen, ne? Aber selbst dann irgendwie, ich bin schon Level 111. Ich habe echt so das Gefühl, ich hätte gar nicht erst Duke in seiner dritten Form bekämpfen müssen. Ich habe das irgendwie voll out of order irgendwie gemacht. So. Ich hätte wahrscheinlich erst das hier alles machen müssen, ne? Das Labyrinth, gegen Kratos kämpfen. Also ich hätte erst die ersten beiden Formen besiegen müssen, aber ich kann doch nicht damit rechnen, dass
ich in einen super schweren Kampf hier auf einmal hier eingeballert werde, wenn ich alle Teufelswaffen ja so einsammel. Dich kenne ich. Du bist, ich weiß nicht aus welchen Tales of Teil du bist, aber ja, das kenne ich irgendwoher. Objekte niemals. Ich habe da irgendwie, ich habe nur gesehen, dass ich ein paar TP gerade hier nicht mehr hatte und ich habe einfach aus Reflex jetzt ein Item eingesetzt, aber ich wusste, dass der irgendwas mit so No Items ever irgendwie so drauf ist. Ich weiß gar nicht, ist das auch ein, oh Gott, ich muss jetzt schon wieder Item einsetzen, merke ich gerade. Heldenmörder. Da schon wieder. Oh. Keine Items. Alles klar, gut. Muss ich dich doch mal analysieren, verdammt. Ich weiß nicht, aus welchem Teil der übrigens ist. Aber ich kenne den irgendwie. Oh Gott, der macht Schaden. Gott, spätestens, wenn ich hier mit anderen Charakteren gegen den kämpfen muss, dann muss ich auch ein paar Items einsetzen. Los, lass mich dich. Du hast noch ein. Jawohl. So. Ja, voll einfach hier bisher. Ja, ich habe mich mal hoch. Ungefähr her. So. 10 Gegner noch. War ja doch sehr viel einfacher, als ich mir halt vorgestellt hätte. Na, ich gehe erstmal auf euch, Magier. Dann habe ich jetzt beide. Was macht er jetzt? Nee, jetzt habe ich nicht. Geht nicht so weit. Schön damit drin. Ah! Na, ihr geht mal weg von mich. Ich lasse mal die Magier weg. Ach, daneben. Das ist ja doch nicht so schwierig gewesen, ne? Außer er kommt noch irgendwie was. Der 500 Mann Kampf. Ohne 5 Minuten hast oder so, keine Ahnung. Also die Herausforderung geht langsam hier so ein bisschen verloren in dem Spiel, dem ich die Teufelswaffen bekommen habe. Aber egal, ich will auch irgendwann mal fertig werden. Und du schon wieder. Ich glaube nicht, dass du sehr viel schwieriger bist. Jetzt wo ich nur mit einer Person kämpfe gegen dich. So, habe ich dich erledigt. Nö. Oh nee. Hat sich gerade geheilt. Ey. Ich habe den fast gar nichts abgezogen. Ich glaube, der hat mich nicht getroffen. Sehr geil. Verräter des Himmels. Der ist aus der Symphonia. Da ist der Kratos. Nicht zu verwechseln mit Kratos aus God of War, ne? Das war nicht mehr. Wer eher das Licht der Welt betreten hat. Sowohl in der Videospielwelt als auch, weiß nicht, in deren Welt. Alter, ich werde schon die ganze Zeit betäubt hier. Alter. Ich glaube, der ist auch irgendwie so weit mit Tausende von Jahren alt, der Typ hier, ne? Also ich denke, ist ein bisschen Overkill. Ich glaube, so 4000 Jahre oder so, ne? Oder doch. Schon ein bisschen her, seit ich Symphonia gespielt, aber ich glaube, der war sehr alt. Ist schon sehr lange unterwegs und du bist weg. Und das war's mit den 200 Mann Kampf. Was jetzt nicht so schwierig war. Aber ich bin ja auch Level 110 und die Gegner waren jetzt alle so. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommen hier so Gegner, die so irgendwie auf Level 200 losgehen, aber anscheinend nicht. Das war ein richtiger Rausch. Glückwunsch. Es ist unglaublich. Meine Damen und Herren, dieser Kampf wird in die Geschichte eingehen. Ein solcher Nahkampf war fast undenkbar und ein Sieg sogar noch undenkbarer. Und doch, wie viele Versuche mussten wohl durch Schlichtmehr, um diesen großartige Fähigkeit zu erlangen? Einer. Du hast es dir verdient, deinen Namen in Geschichtsbüchern wiederzufinden. Und dieser Name lautet Yuri. Meine Damen und Herren, einen riesigen Applaus für unseren Champion Yuri. Folgender Titel erhalten: Dunkler Löwe. Der wiederkehrende Schwertkämpfer. Folgende Fertigkeit erlernt: Einzelkämpfer.
Barbatos Ring, Daus Umang, Schissels Halskette, Laredoval. Jetzt klingt wie ein Parfüm. Der Sieger eines jungen Mannes. Okay, das war jetzt nicht so schwierig. ここ今回ばかりは優勝って言葉が胸にツンと響いてるって感じだな。戦った実感ってところですね。そうそう、同じ大会でも前の時よりも重みが伴ってる感じがするな。ノーニュー、ニューニュー、お嬢ちゃんと息が合っちゃって、いやらしいわ。ちょっとレイブ、何言ってるんですか。おっさん喜んでくれてるってことは、おっさんも一心伝心でいやらしいってことだな。ぬへー、そうきたか。 Schissels-Halskette, Schnelligkeit für das Aufsagen von Damage, die Schnelligkeit für das Aufsagen von Zaubersprüchen ändert das Art Feld der Zerstörung in Wut des Daos. Okay, verändert die Verwendung aller Objekte. Und da ist ein Schild. Warte, Umhang. Warte mal. Kann ich damit eine neue Dings lernen? Ändert das Art fette Zerstörung und Wut des Daos. Okay. Und er hat Fähigkeit Einzelkämpfer bekommen. Was ist das? Oder Einzelgänger? Nee. Nee, Einzelkämpfer war dann, ne? Da. Nur Charaktere, die diese Fähigkeit ausgesetzt haben, nehmen am Kampf teil. Funktioniert nur mit aktiven Charakteren. Oh. Ach, das ist so wie in Dings, in Tales of Graces. Da kannst du irgendwie, weil nicht aussuchen, welcher Charakter sich dann irgendwie im Kampf beteiligt oder so. So. Oha. Oh, das ist nicht schlecht, ne? Mit einer für Aufsagen von Cybersprüchen, das ist auch nicht schlecht. Cool. Gut, dann würde ich sagen, außer jetzt ist hier schon wieder was Neues aufgetaucht, ne? Nö. Und Titel habe ich auch noch bekommen. Der eine war irgendwann mit Löwe, dunkler Löwe, ne? Ah, König der Tiere, das Zeichen des schwarzen Löwen ist stolz und unvergänglich. Und noch irgendwas. Irgendwas mit Schwertkämpfer. Ich habe schon wieder vergessen. Der wiederkehrende Schwertkämpfer. Oh, hey. Das ist von... Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, einer der Hauptcharakter hat irgendwie sowas. Ein junger Schwertkämpfer, der bereut, was seinen Freunden antat. Sein Wunsch brachte ihn zurück in diese Welt. Ich glaube, das ist aus Tales of Destiny oder Destiny 2 oder so. Keine Ahnung. Finde es auch Verstecker sehen immer besser aus. Ja gut, dann würde ich sagen, ich mache das jetzt mit jedem Charakter, nehme am Ende immer so auf, falls sich irgendwie was ändert, so gegnermäßig oder so. Und da gucken wir uns die Belohnungen und die Skits, die hoffentlich danach jedes Mal kommen, an. Und in dem Sinne sage ich bis gleich, wenn wir uns mit den anderen Charakteren hier mal dran versuchen, ne? Sollte jetzt eigentlich auch nicht so unglaublich schwierig sein, ne? Also ja, bis gleich. Guck ich dann an. Kann nichts machen, gar nichts. Die umfasste Kacke überhaupt. Der ist jetzt nach einer Minute der erste Angriff, den ich mal wieder rausgekriegt habe. So, ich setze Mischgemüse ein, ja. Komm. Wurde sogar aktiviert jetzt. Ey, wer diese Magier hier erfunden hat in diese Arena, der wird getötet, ey. Das ist unmöglich, guck dich da einer an. Ich kann nichts machen, gar nichts. Ich die ganze Zeit, ich komme nicht dazu, irgendwas zu machen. Letzte Wiedergeburtspuppe, geil. Kommt er mit einer mystischen Art. So geht das den ganzen, die ganze Zeit, aber ich komme nicht dazu, irgendwas zu machen. So, jetzt. Und ich, das Viech, ich versuche das Viech die ganze Zeit zu töten, ne? Ich komme nicht dazu. Guck dich da an, bin ich ja schon wieder tot.
Und ich habe sogar Kampfpanzer hier ausgerüstet. Also damit ich nicht so schnell gestackt werde, ne? Guck ich mal, wie das funktioniert. Ich kann nichts machen, gar nichts. Ich bin gerade am Kochen, müsste dann eigentlich. Das Vieh ist jetzt endlich tot. Ich habe nur 2 Sekunden. Super. Ich weiß nicht, wer sich diesen Scheiß überlebt hat, ey. So eine unfaire Kacke. Weil wenn da noch 2, 3 Magier sind, du kannst nichts machen, gar nichts. Ich bin manchmal 2 Minuten da irgendwie nur im Angriff gefangen. Würde Scheiße. So, dann mit den Solo-Kolosseum wird ein bisschen vertagt, weil ich das absolut nicht schaffe. Das ist einfach viel zu frustrierend. Mit Carol schaffe ich das überhaupt nicht, weil der einfach nur wie eine Strohpuppe die Gegend geworfen wird. Mit Flynn habe ich jetzt schon 2-mal vermasselt. Einmal, weil er am Ende versteinert wurde und weil mir einmal die Zeit ausgegangen ist. Nee, Quatsch, ich habe irgendwie, weiß ich nicht. Mir wäre beinahe die Zeit ausgegangen, aber ich habe dann gegen Kratos gekämpft und ja, ich hatte dann Wiederbelebungspuppen und so nicht mehr übrig oder ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls hat das auch nicht geklappt. Und ja, deswegen machen wir jetzt erstmal das hier, würde ich sagen. Teamturnier, keine Gnade. 10.000 Gold. Werden wir schon irgendwie schaffen. Boom. Wird ja wohl einfacher sein als das Solo-Turnier mit Carol und so, ne? So, wir sind bald. Und ja, hoffentlich schaffen wir das. Willkommen zum neuen Kronivel von Palestrale, unserem Teamturnier. Zeigt uns, wie gut ihr zusammenarbeitet, Kämpfer. Denkt an, dass ihr der Heldenrang in jeder Runde erwartet euch knallharte, kampferprobte Krieger. Also, hier sind die heutigen Kämpfer. Es sind die neuen Gesichter, die jetzt schon kühne Erwartungen hervorbringen, die strahlenden jungen Sterne der heldenmutigen Vesperia. Ihr letzter Kampf beginnt jetzt. Okay, wollen wir mal sehen. Wird ja wohl nicht so schwierig sein, ne? Erstmal kommen wir da die ganzen Alten, ne? Fertig kämpft, wir haben 30 Minuten. Oh, die werden ja wohl... Da Wut ist da aus, cool. Ich habe ja jetzt hier so was ausgerüstet. Alter, das ist ja voll krass. Es hat fette Zerstörung in Wut ist da aus. Oh, kann ich das jetzt aber auch lernen, wenn ich das noch mal einsetze? Das ist voll krass stark. Okay, ich setze das einfach mal. Ich spam das einfach mal. So, hier sind immer noch die alten Gegner. Juri ist natürlich voll einfach. Da jetzt einfach nur eine weitere neue Gruppe, das wäre ja ein bisschen lahm. Ah. Ich würde sagen, wenn wir das geschafft haben, dann machen wir erstmal, weiß ich nicht, hier diese Dungeon weiter. Mikropole. Weil hier komme ich nicht weiter im Solo-Kampf. Ein bisschen zu knapp, die Gegner sind ein bisschen zu nervig mit den ganzen Magiern. Ein bisschen mehr Schaden und so, damit das alles schneller vorangeht. Im Moment ist das ganz schön nervtötend, ey. Ich weiß gar nicht, wie mich dann aufregt, ey. Ich nehme jetzt ja einen neuen Tag auf als die anderen Sachen, deswegen ja. Bin ich jetzt wieder abgekühlt, aber ich war sowas von stinkesauer. Da will ich nicht so viel mit Juri erledigen. Ach ja, kommt ja auch noch alles hier. Das ist keine Rüstung für eine Gilde, aber egal. Stärke ist Gerechtigkeit. Ich will den Rittergeist sehen. Fertig kämpft. So, die dürfen jetzt auch nicht so schwierig sein. Oh mein Gott. Okay. Ich habe mich einmal getroffen irgendwie. Ich kann eigentlich nur das jetzt bei mir die ganze Zeit. Ne? Dann treffe ich einfach alle in meiner Umgebung, ey. Boom. Cool. Ach. Mein Gott. Rita ist jetzt voll schnell am Zaubern wegen diesem neuen Symbol, der sie jetzt hier bekommen hat. Mit Anhänger oder was weiß ich. Oh mein Gott, ich bin gleich. Hallo? Hilfe? So.
Halte ich mal hoch, ne? So, jetzt könnt ihr mal hier versuchen, eure blöden Gummis einzusetzen. Den euch leider nichts bringen. So ein krasser Angriff, ey. Rita, du baust. Oh, hier können wir alle unsere Sachen einsetzen. Ich nehme mal jemand anders um. Juri hat schon irgendwie genug Stärke mit seiner Teufelswaffe und so. Ja, der Kampf war so schwer. Es ist ja so einfach. Ja, ich mache ihn einfach kaputt. Aber ich hoffe, ich kann diesen Angriff mit mich auf den Arm nehmen. Ich hoffe, ich kann diesen Angriff irgendwann lernen, wenn ich ihn noch mal eingesetzt habe. Und da war's. Jetzt kommt, glaube ich, noch. Ja. Keine Ahnung, den Monstern, den Menschen erst recht nicht. Falls für den tödlichen Schlag. Beenden wir das. Fertig kämpfen. Ach ja. So, erstmal den hier erledigen. In seinem blöden tödlichen Schlag. Ja, genau deswegen. 5, 6, 7, 8, 9. Ich wollte schon sagen, ich kann noch mehrmals angreifen, ne? Aber ich kann halt nicht ketten. Okay, veränderte Art kann man, glaube ich, gar nicht ketten, ne? Aber den machen wir fertig. Man schwindet schon mal hinter uns. Sehr gut. Also chillig bisher. Aber ja, klar, weil ich Juri halt spiele, ne? Der düst einfach weg, ey. Ich weiß nicht, ob du wiederbeleben kannst. Einer von euch kann wiederbeleben. Sieben, acht, und da war es schon weg. Ja, kam danach noch, kam da überhaupt irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich könnte ja alles mit Juri allein schaffen, habe ich so Gefühl. Oh, oh Gott, diese Legenden haben Zeit und Raum überwunden, um ein Team wie kein anderes zu bilden. Wer weiß, was als nächstes geschieht. Fertig kämpft. Gott, ihr habt aber alle jetzt neue. Ja. Gott, das wird ja auch so richtig nervig. Weil ich steuere ja Juri, also. Ach ja, ich hab's vergessen. Nee. Au. Oh, danke. Hey, Daos, ich kann jetzt einen Angriff. Oh mein Gott, dann kann ich die. Oh, ja. Muss ich aber machen, ne? Ich muss ja deren AP sehen. Was? Das? Aggression. Nee. Du musst, dich muss ich als erstes erledigen, ey. Du wirst mir auf den Nerven. 4, 5, 6. Mein Gott. Lass mich doch mal. Nicht töten. Okay, aua, aua. Kann ich mal raus aus den Dings gehen? Schwarzen, danke. Oh mein Gott, ich bin die ganze Zeit betäubt. Na super. Was für mich. Oder auch nicht. Werfen. Oh, danke, Estelle. Mein Gott, ey. Oh Gott, warum kriege ich jetzt so viel Schaden? Oh, Revitalisierung, gut. Ey, ich werde auch die ganze Zeit hier bombardieren mit Angriffen, ne?
Dann mach den mal schnell fertig, damit ich hier Items einsetzen kann. Oh nee. Nice Hell. Hast du halt überlebt? Ja, ne. Also was hier. Einfach dich jetzt einfach schnell fertig. Jetzt noch ein. Oh Gott sei Dank. War knapp. Oh Gott, es ist auch da drin. Ich hoffe, er stirbt dadurch jetzt nicht, aber wohl. Ich glaube, den habe ich auch analysiert, ne? 100.000. So, jetzt können wir Items einsetzen, wie blöd. Und ich habe immer noch. Okay, dann machen wir dem noch. Na, der hat mich schon wieder betäubt. Ich wollte gerade explosive Art einsetzen, ey. So, dann machen wir dich erstmal. Ist noch 400.000 oder war 40.000? Okay, du noch nicht. Ich wurde geil von allen. Alter. Oh Gott, da werden wir alle getroffen, glaube ich. Ja, alle werden wir getroffen. So, oh, Revitalisierung, gut. Boom. Macht aber auch Schaden, der Angriff. Na, daraus kennst du diesen Angriff. Ihr habt jetzt irgendwie nichts Geiles zum Klauen oder so, hätte ich vielleicht auch mal checken sollen, ne? Oh. Nein, nein, auch den kaputt, bevor der sich hier heilt mit Schutzfeld oder wie auch immer. Ich muss gar nicht so viel TP heilen mit Rita, kommt ja gar nicht dazu, irgendwie was zu machen. Okay, du bist gleich tot. Ja, und immer jemand anders kaputt. Ich habe schon genug Teufelswaffen Ladungen. Na gut. Ich hoffe, das war jetzt nicht ich. Weil die sagen, ist ja echt Bombe. Ja, auch die kaputt. Ja, und die schon kaputt. Sehr gut, jetzt. Ja, da war doch. Oder kommt dann noch was? Oh, kommt echt sogar noch was. Hey, euch kenne ich doch. Kommen wir vor allem meine Kollegen hier. Sind diese treuen Freunde jetzt etwa tödliche Gegner? Keinesfalls, wir werden von Tag zu Tag stärker. Zusammen schaffen wir alles. Und wir werden uns nicht zurückhalten. Fertig kämpft. Okay, da ist irgendwie cool. Was macht ihr alle auf die Gegnerseite? Also die ballern ja alle mystische Art zu Gegend, ne? Ja, wenigstens kann ich jetzt Items hier einsetzen. So. Oh Gott. Wäre interessant. Schon gut zum Leveln hier, ne? Soll vielleicht mal so ein Dings einsetzen hier. Boom. Oh, das hat mich erledigt. Okay. Das übertreibt man ja nicht, ne? So, du tust mal ein Dings einsetzen hier, ein Uset Spezifik. So, Flynn. Was heißt ja, ich muss noch gegen. Oh Gott, schon wieder. Nein, 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 nein. Das heißt, ich muss ja noch gegen Yuri, Flynn, Rita und Estelle kämpfen, ne? Diesen Dingen.
Nee. Gott, was ist hier los? Überlimit Anzeige voll. Oh nee, das ist nicht gut. Ich übertreibe gerade ein bisschen. Das Patty mit ihren Zufallszauber. Geht aus dem Weg. Gott, oh, falscher Angriff. Gott. Gott, hier ist viel zu viel los. Oh nein, stopp, ehrlich. Leckerei. Oh nein, das ist nicht fair. Okay, irgendwie haben die jetzt gerade nichts gemacht. Aber ich bin verwirrt. Habe ich jetzt hier alle analysiert? Ich glaube nicht, ne? Repeat. Tut mir leid, Kollege, aber du bist gleich weg. Gar nicht so viel AP, sehe ich gerade. Naja, Rita mit Ruinensturm. Ich vergaß. Gerade einfach nur so viel abgegangen. Ich glaube, ich alle. Mit Ruinensturm. Kann dann jemand wiederbeleben, ne? Und zack. Ich hab gar nicht mehr so viel kommen. Oder so viel. Durch schon mal alle so ein bisschen anlagen, ne? Aber Patty, nein. Ich heile mich hoch, ne? Kriegt die ganze Zeit Schaden trotzdem. Verdammt, zu spät. Vielleicht sollte ich Rita irgendwie ihre TP mal ein, damit jemand machen kann. So, Carol ist weg. Ich will eigentlich gerade nur mit euch spielen, ne? Ihr wisst das schon, oder? So, Raven, aber ja, der Zauber für eingesetzt, das gibt's nicht. Dann habe ich aber gar nicht bei dir ausgerüstet. Oh. Dann macht immer jemand kaputt. Gut. Noch mehr? Nein, schade. Da ist eine Menge Erfahrungspunkte. Bonus 28.000, also haben wir 200.000 Erfahrungspunkte hier bekommen. Ich glaube, die Level werden wir brauchen hier für die Solo-Kämpfe. Weil das ist ganz schön nervig. Herzlichen Glückwunsch! Endlich haben wir unseren Großmeister, Heldenmutige Vesperia. Seid wahrlich die hellsten Sterne am Firmament. Jetzt schnappt euch euren Preis. Ihr habt alle Gegner aus dem Weg geräumt, aber die größte Herausforderung liegt in euch selbst. Arbeitet weiterhin hart an euren Fertigkeiten, Heldenmutige Vesperia. Limit Octet. Helm des Befehlshabers der Ritter. 50.000 Gold. Oh nein, kann ich jetzt noch mehr Arzt einsetzen? Octet. Oder was war das jetzt? Limit Octet. Sie verbessert Überlimits. Oh, kann ich jetzt 5 Überlimit haben? Zeremonieller Helm des Captains. Also war keine besonderen Schutz. Okay, warum jetzt nur für ihn extra? Okay. Das sieht man gar nicht, ne? Wird man gar nicht sehen, jetzt wenn ich das hier ausrüste, oder? Nö.
Mein den Kostüm sieht man gar nichts. Ah. Okay, es geht irgendwo. Nein, komm schon. Und etwas traurige Ausbeute, ein bisschen Geld. Ein bisschen Geld wird hier zum okay, mehr Überlimits, das ist auch nicht schlecht, aber trotzdem. Jetzt noch was so an richtig geiles irgendwie gedacht. Okay, jeder hat ein Level up, das ist auch nichts, ne? Das ist auch nicht schlecht. Hat jeder zwei Level ups bekommen? Wir haben ja 200.000 Erfahrungspunkte bekommen. Die bauen jetzt nur so 100.000, um hoch zu leveln. Ich glaube, jeder hat zwei bekommen, ne? Kann sein. Also, wenn ich trainieren will, weiß ich, was ich mache, ne? Gut. Aber das war, weiß ich nicht, sollte jetzt nicht unbedingt zum Trainieren hier sein. Mit Yuri habe ich bis jetzt als einziges den Solo-Kampf geschafft. Und ich würde sagen, bevor wir uns hier wieder daran versuchen, würde ich erstmal ein bisschen in der Nekropolie weitermachen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht da nicht schon zu stark sind und dass da noch eine Herausforderung auf uns wartet, ne? Ja, in dem Sinne sage ich dann, ich glaube, da war es für diesen Part, ne? In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder in der Nekropole der Nostalgie, ne? Gut, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dabei gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.